Wenn du wissen möchtest, wie man sich so eine Magnetwand für die Werkstatt selber baut, dann bleib dran und schau dir das folgende Video an. Willkommen bei WoE, World of Electronics, dem Elektronik- und Bastelkanal auf YouTube. Ich bin der Urs und heute werden wir uns, ich weiß noch nicht genau wie groß es wird, das werden wir dann sehen, aber heute werden wir uns eine Magnetwand selber bauen. Ich habe da so ein beschichtetes, keine Ahnung was das genau ist. Ist ein Brett, wo früher mein DVD-Gerät drauf stand und ich brauche das nicht mehr und das ist schön weiß und ich finde das schade, weil die Kanten verleimt sind, wenn ich das in zwei Stücke schneide und ich finde so für ein Board hat das gerade so eine gute Größe, das ist 45 breit, 30 hoch und 2,5 dick und ich finde, das sieht recht cool aus. Abwechslung mit dem Kleben werden wir hier, ich habe da schon mal ein bisschen Draht gemacht, kann man sagen, werden wir jetzt, uns jetzt hier einen Rahmen bauen und jetzt schauen wir mal. Also wir haben hier 30 mal 45. Also, dann schneiden wir uns mal ein bisschen Holz zu. Thank you.
ich habe mir jetzt da einen French Gliedhalter hingemacht, da ich es in der Werkstatt will. Aber ihr könnt natürlich das auch ganz normal an eine Wand montieren, ohne French Gliedhalter. Das ist einfach für mich, das könnt ihr natürlich so machen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich finde, das hat eine gute Größe. Ich wollte das auch nicht zu groß, denn dann nimmt es nur zu viel Platz weg. So kann ich mir das bei einem Projekt, kann ich mir da auch einen Plan aufspannen, habe ich mir überlegt. Jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und natürlich über Abos, die mich noch nicht abonniert haben. Abonnieren kann man mich da im Eck und schaut doch mal in die Playlists. Ich habe noch verschiedene French Gliedhalter und andere Projekte. Und jetzt sage ich nochmals danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Freitag, euer Urs.